Bei Angelina Kirsch geht es während der Corona-Krise rund. Das Curvy-Model aus Neumünster hat ihre ganz eigene Methode, sich während der Pandemie fit zu halten. Bei mir dreht sich alles um den Reifen. Also das ist so mein neues Hobby, was ich für mich entdeckt habe, eigentlich schon vor Corona. Und wo ich jetzt gedacht habe, in dieser Zeit, Mensch, super, so verwachse ich wenigstens nicht komplett mit meinem Sofa. Ich glaube, wir kennen das alle, oder? Jetzt suchten wir alle Serien durch. Ja, und ich lasse dabei halt den Reifen kreisen. Und dass sie auf den Reifen gekommen ist, kommt bei ihren Instagram-Followern richtig gut an. Die Resonanz auf ihren Hula-Content im Netz ist enorm. Alle gesund und euch ist nicht zu langweilig da draußen? Also tatsächlich, ich hätte das nicht gedacht. Ich habe mich nur mal zwischendurch gezeigt, dass ich das mache, weil ich das irgendwie cool finde. Und es halt was anderes ist als diese typischen Home-Workouts. Ja, und mittlerweile haben sich da echt so einige angemeldet und gesagt, hier, ich finde das auch cool, ich möchte auch so einen Reifen haben. Mittlerweile sind die Reifen auch alle ausverkauft. Das liegt nicht nur an mir, weil ich quasi mir auch nur die Inspiration von jemand anders geholt habe. Von einem anderen Instagram-Profil, die das schon richtig lange macht und auch richtig Kurse gibt. Und da habe ich mich anstecken lassen und habe das dann quasi von da übernommen und gezeigt. Und boom, wollen alle plötzlich Hula Hoop machen. Und das verbrennt Kalorien und ist gut für die Taille. Bis zu einer Stunde am Tag lässt Angelina den Reifen kreisen. Also die Haut am Bauch und Taille ist auf jeden Fall straffer geworden. Ich habe jetzt nicht damit abgenommen. Das denken jetzt natürlich auch wieder viele Follower, die mich sehen und sagen, oh, die Alte hat aber abgenommen. Nein, aber tatsächlich, wenn man es so richtig drauf anlegt, kann man auch damit abnehmen. Ihre Sportgeräte sind diese speziellen Trainingsreifen und 1,2 und 2 Kilo schwer. Am besten fängt man an, indem man sich so ein bisschen die Beine so ein bisschen breiter auseinander. Es gibt auch welche, die machen so einen Ausfallschritt nach vorne, das geht auch gut. Ich mache sie jetzt so ein bisschen auseinander. Und dann ist es wichtig, dass man den Bauch anspannt. Das bedeutet aber nicht den Bauch einziehen oder irgendwie rausdrücken, sondern richtig anspannen. Das Becken so ein bisschen aufstellen, dass hier wirklich richtig fest ist. Wer nicht so richtig weiß, wie sich das anfühlt, einmal husten oder kräftig ich sagen. Ich. Und dann spannt sich der Bauch so an. Dann merkt man das. So, und das ist eigentlich schon das, was man braucht, damit der Reifen oben bleibt. Und ich finde auch wichtig, man muss wissen, dass der Reifen auch wirklich Kontakt hat hinten, ne, wenn man anfängt. Dann sucht man sich intuitiv eine Seite, zu der man den Reifen schlagen will. Meistens, Linkshänder mögen gerne rechts rum, Rechtshänder mögen gerne links rum. Es geht aber auch andersrum, also es ist nur so ein kleiner Tipp. Und dann ist es wichtig, dass man gerade anschubst. Das heißt, also ich bin jetzt Linkshänder, ich habe rechts rum angefangen, dass man wirklich mit der Hand gerade den Reifen so rüber. Und das ist so eine Trockenübung, die ich am Anfang ganz viel gemacht habe, weil dann macht er schon ganz viel von selbst, ohne dass ich mich bewege. Also ich habe ihn jetzt nicht angeschubst, nur mit den Händen, mache gar nichts. Der fällt halt dann auch, ne? Also und das habe ich am Anfang ganz oft geübt. Auch das Hinfallen, also kann man auch das Auffangen schön mit üben. Und wenn er hinfällt, das auch wieder aufheben, ist auch ein tolles Training. Also. Und irgendwann merkt man, wo man den Impuls geben will. Und dann gibt man ihn und dann bleibt der Reifen hoffentlich oben. Und je mehr, also am Anfang sieht das bei vielen dann noch so aus, weil die so ganz viel Schwung holen oder halt auch so, ne, nach vorne und nach hinten, kann man auch machen. Und je mehr Übung man nachher hat und weiß, wie sich das anfühlt, umso ruhiger wird's. Und dann kann man nachher halt auch variieren, man kann mal so einen Ausfallschritt, so einen Kniebeuge machen und wieder hoch. Sowas kann man machen oder mal richtig Gas geben. Ich hab das jetzt richtig Gas geben und dann Beine zusammen, Arme hoch. Ist auch nochmal anstrengend für den Bauch. Ja. Und wenn man ganz unterfordert ist oder sagt, jetzt will ich es noch spannender, dann nimmt man noch irgendwas in die Hand und macht noch ein Armtraining. Und ich habe mir jetzt so kleine Armreifen besorgt, aber die, damit muss ich noch üben. Das ist noch nicht vorzeigbar. Ja. So würde ich sagen, anfangen und nie aufgeben.